Nun, wir sind jetzt fast durch. Bevor ich euch verabschiede, möchte ich euch aber noch ein letztes Projekt vorstellen. Es ist ja so, dass wir AZK, ich sage das immer wieder, das ist für uns ein Nebenast. Also von dem, was ich selber alles mache, ich bin doch Gründer der AGB, der OCG und so weiter. Wir haben sehr viel Dinge, die wir auf dem Herzen haben, die wir tun möchten. Und wir haben jetzt sehr viel mit der AZK Aufklärungsarbeit geleistet. Wie gesagt, über 20, ich denke, es sind fast 25 Referenten jetzt, die hier vorne standen. Und mich hat es einfach gedrängt, ich möchte die Dinge nicht nur allein aufklären, sondern ich möchte etwas tun, etwas wirklich tun. Und darum habe ich mich auch entschieden, an dieser Demo teilzunehmen, weil ich habe für mich eine Jahrespriorität gesetzt. Ich habe mir gesagt, Funkstrahlung, das hat fast mein Leben gekostet, meinen Dienst, meine Gesundheit, meine Familie und alles. Weil ich daraus gerettet wurde, das ist für mich so ein ernstes Thema geworden. Ich sage nicht mehr, was ich glaube, nur was ich sehe oder spüre. Ich habe es gespürt. Ich werde ein Jahr lang jetzt mir Zeit nehmen, für Mobilfunk mich einzusetzen und möchte alle Menschen dazu mobilisieren, die irgendwie ich kann. Und diesen Schwerpunkt Mobilfunk habe ich mir jetzt aus all den AZK-Themen für das Jahr herausgesucht, das jetzt kommt. Nächstes Jahr möchte ich einen neuen Schwerpunkt setzen. Und ich empfehle jedem von euch, die hier sind und die hier waren, etwas Ähnliches mal zu bedenken und zu überlegen. Was willst du wirklich tun? Für was willst du dich einsetzen? Irgendwo schlägt dein Herz, irgendwo willst du sein, irgendwo musst du sein. Und dass wir uns nicht in 100 verschiedenen Themen immer nur ein bisschen, jeder ein bisschen sich aufhält und wir nichts bewegen, möchte ich alle Kräfte sammeln, um mal etwas zu tun und nächstes Jahr das andere, wo man wirklich auch etwas bewegt. Praktisch sieht es so aus, dass der nächste Spielfilm, den wir jetzt als Panoramafilm drehen, ist ein Mobilfunkfilm, ein Spielfilm, der über Mobilfunk aufklärt. Eine Komödie eigentlich, eine Dramödie müsste man fast sagen. Es hat Informationen in diesem Spielfilm drin über alles, was man über die Funkverstrahlung wissen muss. Das ist ein regelrechter Tiefgangfilm, was Information betrifft, aber wirklich ein spannender Spielfilm, wie ich glaube, wir noch keinen vom Drehbuch her hatten, denn das Drehbuch ist jetzt aus ganz vielen Leuten gemeinsam entstanden. Ich habe gewisse Grundeckpfeiler gegeben für dieses Drehbuch. Also ich sage die mal hier kurz, dass ihr die wisst. Die Grundeckpfeiler sind ein Mobilfunkbetreiber, ein gnadenloser Mobilfunkbetreiber, jetzt vielleicht wieder im Fall von Uri, der auf niemand Rücksicht nimmt, der alles verstrahlt, hat ein Opfer zurückgelassen in diesem Film, eine Frau, eine ganze Familie ruiniert, gegen jedes Flehen war er unbarmherzig, gnadenlos, und dieser stirbt auf originelle Weise in diesem Film, der stirbt, und die Geschädigte stirbt auch, und dann sieht man den Übergang, wie sie reinkarnieren, und er wird unter seinen größten Mast reinkarniert. Das ist der Inhalt dieses Filmes, der Grundgedanke, und jetzt gibt's einen Rollentausch, jetzt kann er in seinem nächsten Leben kann er jetzt das mal durchexerzieren, was das konkret heißt, Opfer zu sein. Von der Täterrolle zur Opferrolle. Das ist so grob der Inhalt und da gibt es viele spannende Geschichten, Ereignisse drumherum. Da haben 50, 60 Leute vielleicht mitgearbeitet in diesem Drehbuch, also Ideen gesammelt. Ich habe das Ganze zu einem Drehbuch geschrieben. Also es gibt einen Kinofilm, wohlverstanden, auf DVD, so wie der Helden sterben anders. Wir möchten euch ganz einen kleinen Eindruck geben in diesen Film, was wir jetzt in der ersten Szene ein bisschen gedreht haben. Nicht jetzt die ganze Szene wollen wir verraten, aber ich möchte jetzt kurz bitten, schaltet mal ein. Der Film heißt Karma, ich komme wieder. Damit möchten wir die Verantwortung zeigen, die wir haben für das, was wir tun. Alles wird irgendwann auf uns zurückkommen, auf uns, nicht auf die anderen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem Funkmasten, der auf Amandas Grundstück steht? Every day and every night, irradiation's over us. We fight against the mind control of T-Mobile and Vodafone. Every day and every night, the microwaves are boiling us. Wer ist diese arme Bäuerin? Und was hat sie mit dem erfolgreichen Mobilfunkbetreiber Harald Funk zu schaffen?
Was bewegt sie dazu, eine Demo zu veranstalten, um Haralds größte Party zu sprengen? Und wer hätte jemals geahnt, welche dramatische Wende diese Demo mit sich bringt? Denn die Folgen sind weit schwerwiegender, als Amanda es lieb ist, und verhängnisvoller, als Harald es ahnen könnte. Woher kommt er? Kleiner Mandy, ich bin nur ein armer Krüppel. Woher kommt sie? Zum ersten Mal verstehe ich, was wahre Freundschaft ist. Fahr zur Hölle, du Teufel! Spinnst du? Er ist hilflos! Ist das alles ein Nachspiel? Ist das Schicksal? Oder ist es einfach Karma? Als erstes bleiben wir zu danken für unsere Referenten, die hier den Mut hatten, wirklich in einer Art, ich möchte fast sagen, märtyrhaften Mut, euch hierher zu stellen und diese Dinge zu sprechen, von denen wir wissen, da haben nur noch allerwenigste Menschen Courage dazu. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid, jedem Einzelnen. Wieder zum Schluss dieser Konferenz, ich möchte es mal so nennen, will ich wieder zum heiligen Wettlauf aufrufen. Wir sind nicht allein selig machen, wie uns gewisse Teufel nachsagen, sagen wir nicht. Aber ich sage nicht, das sind Teufel, die sowas behauptet, weil wir nicht sagen würden, dass unser Weg der einzige ist. Das sagen wir, das gebe ich zu. Ich sage, OCG ist der Weg, aber damit sind wir nicht allein. Was verdreherisch immer wieder behauptet wird, ist, dass alle anderen das nicht auch sagen würden. Versteht ihr? Jeder Einzelne, der heute hier ist, sei es jetzt der oder der andere, wie auch immer die Referenten hießen, jeder geht seinen Weg, weil er es so sieht. Ja, jeder sagt es von sich. Und ich möchte zu einem heiligen Wettlauf aufrufen, weil die Frage ist einfach, wer wird mit diesen unmöglichen Problemen fertig? Verstehen wir? Hier haben wir jetzt die Probleme gesehen. Die Heilstätte ist nicht hier. Die könnt ihr jetzt, ich sag's wieder, auswählen. Jeder von diesen Referenten kämpft den Kampf der Gerechtigkeit. Jeder Referent hat sich jetzt auch mit dem vorgestellt. Und unser Aufruf ist, wer wird jetzt fertig mit Impfungen? Ich gehe mal noch mal kurz durch, oder? Klima haben wir hier schon gehört an der AZK. Finanzkrise, Psychiatrie haben wir gesehen, Riesenproblem. Wir haben uns mit Nanotechnologie, Amalgam, mit Gentechnik beschäftigt schon, mit Mobilstrahlungsfunk, Genderismus, neue Weltordnung, Pharmakartelle, Mindkontrolle haben wir gehört, Verschwörungen, tausend Themen könnte man anhängen, wie HARP, Chemtrails, neue alte Medizin, Codex Alimentarius, 9.11. Wir können tausende Dinge nennen, mit denen wir nicht fertig werden. Also ich freue mich über jede Bewegung auf dieser Welt, die mit irgend so etwas fertig wird. Aber ich möchte sagen,
nochmal wieder als Schlussstatement, ich bin der festen Überzeugung, Menschenhilfe hilft hier nicht. Was hier nicht wirklich von oben kommt, und zwar wirklich von oben, ich gebe dem nicht irgendeine Chance. Ja. Aber ich freue mich für jeden einzelnen Menschen, der sich dafür aufmacht, um zu kämpfen, damit das sich ändert. Ich glaube, wenn wir als Menschen das anpacken, ist es wie ein Strohhalm, mit dem Strohhalm bewaffnet gegen einen Drachen. Da sehe ich keine Chance. Es ist eine zu große Übermacht. Darum fordere ich wieder auf, wer mit Bernhard Schaub empfindet, das ist das, wofür ich mich einsetze, geht mit ihm. Wenn er es mit unseren anderen Referenten, ich bin selber so müde schon, ich bringe noch nicht mal kaum die Namen zusammen, ihr spürt das, gell? Ich bin auch schon müde. Nehmt jeden einzelnen dieser Referenten, wie sie hier saßen, redeten, entscheidet euch, mit wem ihr kämpfen wollt, aber kämpft. Das ist das Allerwichtigste. Und keiner schämt sich für seinen Lauf, den er geht, und wir schämen uns nicht der OCG. Ich bitte aber, beobachtet auch im Laufe der Zeit, wo geschehen wirklich Durchbrüche, wo geschieht wirklich etwas, wo kommt was in Bewegung, und prüft, wo ihr da hingehört. Seid einfach bitte nicht passiv, also kämpft mit eurem Tethang, möchte ich damit sagen, zusammen mit Scientology, die Gerechtigkeit, oder geht an Demonstrationen, lasst euch ausbilden, nehmt Flugblätter zur Hand, was immer ihr macht, geht mit Parteien, wenn ihr politisch seid, ich bin kein Politiker, ich bin alles von dem nicht, ja. Und wer mit uns kämpfen möchte, ich sage es einfach offen und frei und geniere mich dafür auch nicht. Mein Kampf ist mit Jesus Christus, Punkt. Er ist für mich Gott, er ist der für mich, den wir kennenlernen, von Anfang an ihn berühren und von ihm gelehrt werden, wie er selber die Werke durch uns tut, wie Gott selber in uns die Werke tut. Das bilden wir aus und rufen in die Bemessung, um zuerst mal seine Stimme zu hören, damit wir miteinander feinfühlig werden, was tut Gott, was will er. Wir haben 30 Jahre nur Grund gelegt, um mal seine Stimme wieder richtig ordnen zu können, und bringen das den Menschen unentgeltlich bei. Das ist unser Weg, den wir anbieten. Ich will euch aber auch als letztes noch unsere Erkennungszeichen geben, dass sich niemand was Falsches vorstellt, wenn wir hier sagen, wir kämpfen da mit Gott und so weiter. Ich möchte euch zum Schluss unsere Erkennungsmerkmale sagen. Wer zur OCG kommt, ihr müsst wissen, wir sind schwächer als alle anderen. Das müsst ihr einfach wissen. Wir sind schwächer als alle anderen, aber wir sind unbesiegbar. Wir sind... Man kann uns zu Boden werfen, das kann man. Wir sind nicht weiß wie stark, man kann uns zu Boden werfen. Aber unser Geheimnis ist, wir stehen immer wieder auf als die Stärkeren. Wir sind nachher immer noch stärker. Ja? Man kann uns verleumden, man kann uns verhetzen, man kann uns verjagen, aber niemals kann man uns wegdiskutieren. Wir sind da und wir bleiben da. Bei aller Schwäche, in uns wohnt ein Stärkerer, der macht uns zu Stehaufmännchen. Wir vermehren uns. Ihr könnt die Geschichte nachlesen, ich habe sie auf meinem Büchertisch, ich weiß nicht, auf welcher Seite ist er, da drüben, Herr der Wandlungen und diese Dinge. Eine einzige Geschichte der Schwachheit. Ja? Wir sind wirklich unglaublich schwach, das gebe ich ganz offen zu, aber unsere Stärke ist gerade das, dass wir so schwach sind, weil dadurch werfen wir uns in der rechten Weise auf Gott, dass er zum Zug kommt. Ja? Man kann uns den Rücken zuwenden, uns verlassen, jedoch, wir vermehren uns dennoch. Man kann uns davonlaufen, wie man will. Wir vermehren uns dennoch. Man kann uns mit Hass und mit Bosheit begegnen. Aber wir entgegnen mit Liebe und mit Frieden. Und zwar mit göttlichem Frieden. Und wenn man uns tötet und vergräbt, ich sage euch, was geschieht, wir kommen wieder. Und zwar mit mehr, als wir vorher waren. Wir bringen die alle mit, die wir darüber getroffen haben. Und nehmen die mit ins Boot und kommen wieder. Aber summarisch sind wir wie Säuglinge. Wenn man uns tritt, weinen wir. Du weißt nicht, wie viel ich weine. Vielleicht habe ich heute stark gewirkt. Ja? Ich möchte es nicht sagen, es tut mir leid. Ich möchte ja niemanden entmutigen, aber wir weinen oft. Ja? Tritt man uns, tut uns das weh, wie anderen Menschen auch. Wenn du 30 Jahre lang nur getreten wirst, ich habe manche Tränen vergossen, es gab Jahre, konnte ich nicht mehr weinen. Da war der Tränenkanal, das war leer, die Tränentaschen. Ja. Und jetzt kann ich wieder weinen. Und wir weinen immer wieder. Wir sind wie kleine Kinder, wie Säuglinge, die einem Drachen gegenüberstehen. Ja? Aber wenn wir auch weinen, kommt doch immer wieder die Mannhaftigkeit als Frucht hervor. Das ist unser Weg. Also nicht, dass sich jemand was Falsches vorstellt.
wer zur OCG kommt, der ist mit Schwachheit konfrontiert, aber auch mit Sieg, mit menschlichem, aber auch mit göttlichem. Das kann ich jedem ganz wirklich versprechen. So, damit bin ich beim Ende und beim Letzten. ACZ, heute liegt sie auf mit einer Beschreibung. Sie hat noch keinen Platz gehabt als intern, also ich habe es noch nicht in die Zeitung reingebracht, weil der Drucktermin fällig war. Ich glaube, wir haben 30, 40 oder 60.000 heute mitgebracht, die neue Ausgabe. Sie ist brandaktuell, hochspannend wirklich. Und die Gebrauchsanweisung auf extra A6-Blatt, bitte vergesst die nicht. Das ist die Hand, wie heißt er jetzt? AZZ Handexpress heißt er. Nächstes Mal, die Antizensurzeitung heißt ACZ Handexpress, und ich habe dort eine kleine Bedienungsanleitung gegeben, wie dieser Handexpress funktioniert, in ganz knappen Worten eine Anleitung, weil das ist das Medium der Zukunft. Wir wollen medienunabhängig werden, internetunabhängig, von Hand zu Hand. Das ist das. Ich erläutere das jetzt nicht weiter, weil das dort geschrieben steht, aber ich empfehle jedem von euch, nehmt eine ganze Anzahl mit, richtig, was ihr packen könnt, mit Beipackzettel, und lest ihn, studiert ihn und verbreitet das, denn wir haben heute gesehen, Information. Das Volk muss informieren. Wir sind das Volk, der Souverän. Wir müssen wieder das Licht hineintragen. Und meine Überzeugung ist, der Sieg ist nicht mit Waffen, nicht mit Maschinenpistolen, nicht mit Handgranaten, nicht mit Sprenggürteln, sondern mit der Zunge. Mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir an Licht durch das Wort aussprechen. Das hat heute stattgefunden. Und ich glaube, das wird Rettung sein für sehr viele. Jetzt bin ich durch. Ihr seid immer noch hier. Okay, ich kann es auch heute nicht verkneifen, zu sagen, wir lieben euch. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Ich sage das einfach auch in dieser Konstellation, weil wir euer Herz spüren. Das tut uns gut, euch hier zu haben, zu wissen, wir gehen jetzt Schulter an Schulter. Uns verbindet der Kampf um die Gerechtigkeit. Wir werden uns wieder sehen, so Gott will. Ich weiß nicht wann, das weiß er. Einfach wenn die Zeit wieder reif ist, wir hören wieder voneinander. Okay.